Also wir haben jetzt hier einen Auftrag bekommen, eine Wassermelone und Getränke zu kaufen. Aber weil wir so gescheit sind wir jetzt da am Supermarkt aufgegangen. Und der Weg ist eigentlich ziemlich lang, obwohl er gesagt hat, wir sollen nicht aufgehen. Aber wir haben es jetzt einfach gemacht. Und deswegen kommen wir jetzt ein bisschen spät, aber egal. Wir haben heute schon ganz viele tolle Aufgaben bekommen. Und wie wir vielleicht schon ein bisschen berichtet haben, ich weiß nicht mehr, was wir schon gesagt haben. Wir mussten heute schon das Hellenic und Idyllien bewerben auf LinkedIn, wie das heißt, und auf Xing. Das war ganz super und das mussten wir dann heute jetzt nochmal machen. Also zweimal heute schon. Und wir haben eben einen Ingwer-Tee kochen müssen. Und da hat er noch gesagt, wir sollen eine Wassermelone für uns drei aufschneiden. Und er hat uns gefragt, ob wir zu dritt baden gehen wollen. Das war, wir so, wir wollen leider heute nicht. Ich melde mich jetzt nochmal aus dem Bett, weil gerade ist auch wieder was sehr Seltsames passiert. Weil ich bin gerade noch so draußen in so einem Clubraum gestanden, halt vor der Tür, weil ich meiner Mama eine Sprachnachricht gesendet habe und dort draußen geht das WLAN gut. Und dann auf einmal klopft dieser eine Typ an, der mit uns Cocktails trinken gehen will die ganze Zeit. Dann habe ich halt aufgemacht, im Pyjama und allem. Und er so, habt ihr einen Essig? Und ich so, ja, wir haben schon einen Essig. Und er so, ja, kann er den ausborgen? Habe ich nur den Essig gegeben und hat dann wieder gesagt, gell, wenn ihr Cocktails trinken wollt, müsst ihr einfach anklopfen bei mir. Ich so, ja, morgen, wir sind schon ziemlich müde erst, also, ah, okay, ja, ich bin eh auch müde, dann bis morgen, dann ist er gegangen und dann habe ich zugesperrt. Ja, solche komischen Leute gibt es bei uns. Wir haben an Andreas gestern den Ingwer-Tee gemacht, aber er hat ihn einfach stehen lassen. Nicht getrunken. Und er hat nicht getrunken, ja. Voll gemein. Ja. Anna und ich sind ja so super Köche, gerne. Jo. Wir haben jetzt Lasagne gemacht. Eine Pesto-Lasagne, aber wir wissen halt nicht, wie sie dann im Endeffekt schmeckt, weil unsere Bechamel-Soße ist ein bisschen... Wir haben jetzt auch die Blumen, die wir da ja versehentlich gekauft haben. Und Pesto rein. Wir glauben, es wird gut, weil es schmeckt eigentlich ganz okay. Ja. Und wir melden uns wieder, wenn wir es essen. Wir sind echt überrascht von unseren Kochkünsten, weil diese Lasagne schmeckt voll ähnlich wie die in Venedig und die fand ich auch gut. Also unsere Lasagne, das ist wirklich gut geworden. Das müssen wir öfters machen. Ist echt gut. Hi, es ist Tag 7. Ist echt schon Tag 7. Und der Andreas hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, den Garten zu gießen, aber wir sollen einfach den Schlauch in den Garten legen, hat er gesagt, für eine Stunde, also einfach irgendwo hinlegen, anstatt die Pflanze zu gießen. Und deswegen ist jetzt der ganze Garten überflutet, weil wir das gemacht haben, was er uns gesagt hat. Und Lisa hat ihre Socken einfach, ja, ich habe Flipflops mit Socken an, keine Ahnung warum. Das ist Style. Style von 2019. Ich bin Feuerwehrmann. Oh ja. Es ist jetzt gerade 9 in der Früh an Tag 8. Und wir haben gestern halt den Garten gegossen, alles. Und wir haben dann alle Schläuche ausgeschalten, würde ich nur sagen. Erstmal so als Vorinformation. Dann ist der Andreas, unser Betreuer halt da, der Typ, der davon zuständig ist halt, dem das alles gehört, ist irgendwie um 9 am Abend nochmal gießen gegangen. Da hat er uns außer den Schlauch liegen gelassen. Jetzt wurden wir angesprochen, warum der ganze Garten überflutet ist, dass wir jetzt ist angeblich aber alles waren. Voll und er ist aber jetzt nirgends aufzufinden. Und jetzt, wenn wir jetzt die Schuld dafür kriegen... Aber wir wissen nicht, wie wir den Schlauch ausschalten sollen. Weil der Schlauch einfach nirgends hinführt. Er führt hinter das Haus und dann ist er auf einmal weg, der Schlauch. Jetzt habe ich einfach das ganze Wasser abgeschaltet. Ja. Und wenn wir jetzt die Schuld dafür kriegen, dann ist es nicht mal normal dann. Ja. Anna, was hast du geschrieben? Und du kannst sie aufnehmen und dann übersetzt du auf... Um das vorige Video zu erklären, müssen wir sagen, dass angeblich die Anna dem Andreas eine Nachricht geschickt haben soll, wo alles auf Chinesisch steht. Aber sie hat nie was geschickt halt. Es ist einfach so ein langer Text mit chinesischen... Schriftzeichen. Und wir haben es dann in Google Übersetzer eingeben und es sind einfach, also es hat keinen Sinn gemacht, was ausgekommen ist, aber es sind Wörter dabei gewesen, die wir verwendet haben gestern. Zum Beispiel, wir haben so einen Film geschaut, dann haben wir Iron Man halt gesagt und dann ist in diesem Text einfach Iron Man drin gestanden. Und wir haben über Piraten geredet und es ist einfach Pirat drin gestanden. Oder wir haben Inventar gemacht und geredet und da ist einfach Plastikschüssel drin gestanden in diesem Text, das ist so gruselig. Ja und... Das und deswegen glauben wir, dass wir abgehört worden sind. Und das ist jetzt die Erklärung von Video von vorher. Ja.